da gerade eine Tür? Lol. Tolle Anzeigefehler, der mir verrät, dass der Geheimraum hier ist. Sehr schön. Sehr gut. Haben den Geheimraum gefunden, an dicken Anführungsstrichen. Und wir geben uns Richtung Shoppidoppi. Ja, da musste ich reinlaufen. So und so. Zack. Mich interessiert doch aber mal, was das gleiche... Na, Moment, da komme ich aber eh gar nicht ran. Ah, Bombe verschwendet. Nein. Danke. Das sind mir zu viele. Mit zwei oder so komme ich halt klar, aber nicht mit fünf. So und so. Das Herz aufsammeln, in den Shop reingucken, die Leiter für uns gewinnen. Gott, ja, wie viel Geld haben wir denn bitte? Wir sind reich! Reich an Bomben und Schlüsseln und allem und Geld und so, ja. Gut, wir begeben uns in den Raum gerade runter. In diesen Teufelsraum, so, hey, gib mir dein Leben. So, in so einem offenen Raum sollen mir die Viecher ja nicht stören. Die schießen ja eh nur alle 500 Jahre mal, wie es mir vorkommt. Oder natürlich, wenn ich direkt in sie hineinlaufe. So, dann nochmal zwei Schlüssel. Schauen wir doch mal, was hier unten ist. Hallo! Nochmal zwei Seelenherzen. Wie nett das Spiel zu mir ist. Braucht noch nichts. Wieso bin ich hier lang gegangen? Ich weiß doch, dass hier nichts ist. Hm, man weiß es nicht. Also unnötige Wege brauche ich eigentlich nicht wirklich lang gehen. Eine Münze. Das sind doch mal... Was? Zwei Bomben? Wegen einer Münze? Wie das denn? Egal. Wir gehen hier aus dem Raum wieder raus. Richtung Arcade wollen. Wir wollen noch die Arcade besuchen. Aua. Natürlich. Um dies gut zu tun, sterben wir. So, nochmal kommen beide hier schön lang da oben schießen und dann töte ich euch von der Seite. Danke. Kiste und Herz und alles und... Bui. Nochmal drei Münzen, die keine Bombe gebracht haben. Was zur Hölle? Ein Spielautomat, den wir ignorieren werden. Bombenwürmer, die ich nicht so gerne mag, weil die explodieren. Haben. Das ist, glaube ich, eine Health-Down-Pille. Die brauche ich gar nicht aufsammeln. Die blaue Pille war die Pille, die wir brauchen. So, gehen wir mal hier hin. 45 Münzen. Let's play some games! Egal, ob es 100 Jahre dauert. Aua. Na, schaffe ich, in der Arcade Schaden zu bekommen. Kann ich mir gleich noch mein halbes Herz abziehen. So. Dann das hier nehmen. Bäb. Hier nochmal Geld und hier nochmal Geld. Wir brauchen das Geld nicht mehr. Wir haben alles gekauft, was es für uns so Brauchbares gibt. Nochmal zwei Schlüssel, nochmal eine Münze, nochmal eine Bombe, nochmal Dinger und dann nochmal hier oben. So, das ist mit das Spannendste, immer hier so einfach zu spielen, bis man irgendwas Tolles gewinnt. Besonders, weil das Geld irgendwie nicht weniger wird, wenn man ständig nur Geld gewinnt. Besonders, wenn wir jetzt noch die 99-Dollar-Note bekommen, dann können wir nochmal 100 Jahre spielen. So. Ja, gib mir nochmal ein paar Bomben. Immer gerne. 500 am besten. Oder nochmal 1000 Seelenherzen. Alles nehme ich gerne. Liebend gerne. Ja, her mit den Schlüsseln. Und da ist nochmal ein Herz. Heißt, wir können nochmal zweimal da reinlaufen. Eins. Zwei. Zack. Das ist wieder eine Bombe mehr für uns. Voll am Glücksspiel suchteln hier alles. So, gibt es hier auch mal Herzen zu gewinnen? Nein, scheinbar nicht. Dann nochmal ein halbes Herz. Heißt, nochmal hier dagegen rennen. Wieder zurück. Wir wollen vielleicht den Bloodbag gewinnen. Der wäre nämlich sehr praktisch. Nicht irgendwie so ein Portable-Slot oder sowas. Das Portable-Blutmaschine ist ja der letzte Müll. Die Bloodbag will ich höchstens gewinnen. Deswegen benutze ich überhaupt die Blutmaschine, nicht um Geld daraus bekommen. Oh Gott. Ja, klar, gib mir halt noch mehr Geld. Und Bomben und alles, ne? So, da ist wieder eine Fliege, die töten wir schnell. Dann gehen wir nochmal hier ran und nichts. Wir haben ja das minimale Luck, also können wir eigentlich so gut wie nie was gewinnen. Oh, Schaden. Gewinnen. Oh, Herzen. Wir spielen nochmal den mal ein paar Mal. Vielleicht gewinnen wir nochmal das seltene Item, was er dabei hat. Der hat den Puphaufen. Das heißt, dass alle Fliegen uns ab dann freundlich gesinnt sind. Alle, glaube ich. Ich weiß nicht, ob alle. Aber viele auf jeden Fall. Die roten zumindest schon mal. Ich würde gerne das Herz gewinnen. Danke. Ich würde gerne das Herz gewinnen. Münzen, super. Ja, gewinnen wir Münzen. Aua. Ich sollte aufhören, in die Fliegen reinzulaufen. Bei Schlüssel, okay. Geld. Es ist, glaube ich, egal, gegen welchen Schädel man läuft. Es ist eh nur eine Prozentzahl, wie man gewinnen kann. Also man sieht es ja nicht, wie es getauscht wird.
Ja, wir spielen noch bis, keine Ahnung, bis mein Geld leer ist eigentlich. Dass wir kein einziges Herz gewinnen mehr. Finde ich ja schon ein bisschen schade. Ich würde nämlich gerne den Automaten da oben noch wirklich kaputt kriegen. Ach komm, lassen wir den mal in Ruhe. Und gehen da runter. Da hatten wir doch noch so einen Automaten, wenn ich mich recht erinnere. Wo wir nochmal unsere Zeit verschwenden können. Ja, ist ja gut. Ich will nämlich noch Herzen gewinnen. Unbedingt. My heart will go on. Ja, danke. Alles drei bis auf mein Herz bekommen. Und eine schwarze Fliege. Dödel, 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 dödel. Krieg ich bitte mal was Nettes. Bitte, Automat, sei lieb zu mir. Wir haben nur noch 17 Münzen. 16 meine ich. 15 meine ich. Dödel, dödel, dödel. 14 meine ich. 14. 14 Münzen. Ach Gott, oh Gott. Was ist, bist du denn für eine Pille? Bombsaki. Brauche ich nicht. Eine Pille kann man auch gewinnen. Ich will mir Herzen. Ein Herz, bitte. Sei eine liebe Automat und gib mir eine Herze. Wo ist eigentlich die Mami? Ach, da unten ist Mom. Links unten. Sehr gut. Ein Herz. Sehr gut. Heißt, wir können nochmal einmal in den Automaten reinlaufen. Children Heart. Macht das generell mehr Herzen droppen? Wir haben genug Bomben. Wirklich. Auch wenn wir es mit Schlüssel tauschen würden. So, dann heilen wir uns mit dem einen Herz wieder. Und verspielen noch unser Restgeld. Irgendwann haben wir es bald schon. Der Part geht halt einfach mal länger. Kann man nichts machen. Du, 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 du. Der Run könnte schon lange vorbei sein eigentlich. Ich hätte schon längst gewonnen. Aber ich will einfach so das Maximale immer rausholen, ne? Ich will mal auf Nummern sicherer, sicherer als sicher gehen. Könnt ihr gerne vorspulen. Sage ich jetzt. 10 Minuten danach. Ah, Geld. Super. Hurra. Ja, noch mehr Geld. Ja, danke. Gib mir einfach Herzen oder explodier oder mach einfach irgendwas. Ich werde den Automaten da oben dann nochmal zweimal benutzen. Den mit Herz, also mir ein Herz selber wegnehmen. So genommen, auch wenn ich keins hab. In der Hoffnung, dass was Gutes passiert. Warum steht da wieder Fragezeichen? Die hatten wir schon gehabt. Das ist Health Down. Das habe ich mir gemerkt. Das ist genau dieselbe wie hier. So, zweimal gegen diesen Automaten rennen. Aua! Aua! Mit den 4 Münzen spielen wir dann nochmal. Und wenn wir ein Herz gewinnen, können wir nochmal zweimal dagegen rennen. Boah, nerven die Pillen da. Trotzdem bin ich nicht gewillt, die Pille irgendwie... Ach, guck mal, ich kann ja auch so machen. Hier an der Seite mich hinstellen. Und unser Geld ist weg! Und alle Zuschauer so... Yay! Und dann ich so... Nee, wir haben noch ein halbes Herz. Ich renn doch mal hoch. Und alle so... Nee! Komm. Nochmal zweimal. Jeden einzelnen Cent holen wir hier raus. So. Ich hoffe, wir hier die Pille wechseln. Yay, nochmal ein ganzes Herz. Die Menschheit freut sich, sie schreit jubelnd auf. 1, 2, oh, 10 Münzen nochmal, sehr schön. Weiter geht's. Ihr dürft gerne vorspulen. Könnt ihr einfach so ein bisschen klicken, falls ihr zu weit klickt, ist die Challenge schon vorbei. Sehr gut. Einfach eine... Millionen mal hier am Automaten spielen. So macht man gute Let's Plays. Professionell wie eh und je. Glücksspiel. Wir sind süchtig. Eine Bombe. Jetzt gewinnen wir noch lauter Bomben. Die brauchen wir auch so dringend. Und nichts mehr. Bitte kein Herz mehr. Es geht. Es sind nur noch 2 Münzen, noch eine Münze. Kann sein, ist so, letzte Münze. Wenn ihr jetzt nichts mehr gewinnt, machen wir nicht. Oh ja, wir dürfen weitergehen. So. Und wir gehen weiter, bis wir wieder Münzen finden. Hust, hust. So, kämpfen wir uns mal hier ein bisschen vorwärts. Töten wir als erstes mal den hier, der eine Qual für jedes Lebewesen der Menschheit ist. Dort, da legen wir eine Bombe hin und dann schießen wir ab. Pam, pam, pam. Och, guck mal, die Fliege ist verbuggt. Da sie sich eigentlich verwandelt, sobald. Egal. Gut, da haben wir ein Herz bekommen.
Die Gegner sind hier einfach. Denen ist ja gut auszuweichen. Zack. Zack. Und zack. 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 Aua. Natürlich lasse ich mich nochmal. Jetzt stirb doch endlich. Danke, Wahnsinn, ey. Glaubst du? Natürlich musste nochmal der hier auftauchen. Der sich selber tötet. Na du. Ich habe nur gewartet. So. Wir machen jetzt unseren letzten Streich. Wir gehen noch mal einmal nach da oben zu diesem lieben Automaten. Wir werden noch einmal diesen Automaten da oben berühren. Wir werden noch einmal mit dem Spielautomaten spielen. Mit dem oder wie, je nachdem wie viel Geld rauskommt. Und hoffen dann... Nein, wir hoffen einfach, dass hier jetzt was passiert. Geld! Nicht super. Schade. Ich hätte es schön gefunden. So. Ja, da ist eine andere Pille. Das ist sehr schön. Nichts. Und... ein Herz. Also noch zweimal. Ich will dieses Item hier oben rechts raus. Ich will es einfach haben. Ey, wie... ich mag das nicht, wenn der Automat... hängt das auch mit Lack zusammen? Ich weiß gar nicht, was alles mit Lack zusammenhängt. Auf jeden Fall viele angeblich. Zum Beispiel wie diese Fliege. Und dieser Automat. Und unser Geld ist leer. Ja. Heißt aber noch lange nichts, da wir den Automaten nochmal sprengen werden. Wegen dieser Pille. Weißt? Pille-Palle. Range up. Okay, du bringst wenigstens was. Dann nehme ich die zweite auch noch. Die habe ich jetzt einfach aus Frust genommen. Das war eine Frustpille. So. Dich nehmen wir allerdings nicht. Und wir begeben uns. Was war da rechts oben als Karte? Will ich nochmal gucken. Ich weiß es nämlich gerade nicht mehr. Es ist die Missing Page. Hi. Das ist die Mom, die nach einem tritt. Ja. Brauchen wir allerdings gerade nicht wirklich. So, erstmal das hier triggern, dass es uns ja nicht trifft. Wir haben jetzt zwei Herzen verloren. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Leben, wie ich eigentlich haben wollte. Kann natürlich sein, dass jetzt bei Moms Hart ein paar mehr Sachen droppen. Gut, da passiert nichts. Hallo! Nee, erstmal so. Ich brauchte kurz eine Auszeit. Die Karte macht auch nochmal den Fuß, ne? Ja, cool. Doppelfuß! Wieso hat er zweimal getreten? Und wer? Egal, wir stellen uns wieder hier hin. Und kämpfen einfach so den Bosskampf zu. Da die drei inaktive Gegner da sind und ja, ne, brauchen nicht mehr unsere Bomben. Also werden nochmal getroffen, dann werden wir alles in Kombination benutzen. Na, versucht mal mir zu schlagen. Geht nicht, bin im toten Winkel. Ja, gut, wir haben den Run geschafft, würde ich sagen. Boss halb tot. Wir nicht. Doch, wir sind auch halb tot. Es steht Gleichstand. Jetzt ist der Boss, hat aber nur noch ein Drittel Leben. Da haben wir mehr. Da haben wir noch ein Herz mehr. Mhm. Schon lustig irgendwie, dieser Boss kommt, ne? Sollte mal irgendwann rauspatchen. Unter Umständen. So ein paar Winkel verändern. Oder da standardmäßig Steine liegen haben oder so. Ansonsten, ja, Visionen. Pam, pam, pam. Der zweite Part ist jetzt eine halbe Stunde lang. Ja. Ich glaube, ich schneide das Spielen heraus. Einfach euch zuliebe. Es tut sich kein Mensch gerne an. ja. Denke nicht, dass es irgendwer unbedingt sehen will. Drücke mal Enter. Drücke Leertaste. So. Liebe Zuschauer, ihr habt gehört, es kann ich nicht überspringen. Ich kann nochmal alle Tasten auf meinem Gamepad hämmern. Start, Select. Blblbl auf meiner Tastatur hier rumhämmern wie ein Gestörter. Ups. Jetzt habe ich irgendwas verschoben. So. Gut, ich habe das Fenster kleiner gemacht. So, jetzt sehen wir das Fenster nochmal kleiner und mein Steam im Hintergrund. Ihr wolltet es so. Und ich kann es nicht wegdrücken. Schön, dass ihr es wegdrücken kann. Vielleicht kann man es nach dem 12. Mal durchspielen wegdrücken oder so. Wir gehen auf jeden Fall erstmal wieder in die Option. Ich weiß gar nicht, wie man das kleiner stellen kann. So, stellen es wieder größer, schieben es uns wieder passend hin. Irgendwie so. Noch ein Pixel. Ja, so soll schon passen. Schauen wir in den Challenges. Haben die ersten vier. 7 Years Bad Luck. Durch was haben wir jetzt freigespielt? Schauen wir einfach mal. 7 Years Lucky Toe. Gives extra luck when entering a room.
Okay, when entering a room, this item have a 50% chance to do nothing. 25% chance to give 1 luck. And 25% chance to give 2 luck. The boost will last until you leave that room and reroll when entering a new room. Okay. Sehen wir, wie viel Luck wir bekommen, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Ist doch nett. Doch, sehr nett. So ein Lucky Toe. Gut. Das war's dann mit der Challenge, ne? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir den Lord of Flies angehen. Und dann haben wir hier bald alle. Wahnsinn. Kann ich hier nochmal kurz zeigen, was der Lord of Flies ist, um euch so kurz darauf vorzubereiten. Die haben Mulligan und die kleinen Fliegen als Tränen. Heißt also, wenn wir Feinde in der Nähe von Feinden schießen? Nein, wenn wir Feinde in unserer Nähe töten, also wenn wir nah dran sind, besteht die Chance, dass eine Fliege spawnt. Ich glaube, das war mit nah dran sein, oder? Irgendwie spawnen Fliegen. Keine Ahnung. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zombie!